Hallo Tierfreunde und willkommen zum nächsten Kochvideo. Wenn ihr jetzt beim Titel denkt, Lasagne hatten wir doch schon mal, dann habt ihr recht, denn es ist mittlerweile die dritte Lasagne-Version, die ich mache. Allerdings, die beiden anderen, die ich bisher schon mal gemacht habe, waren ja recht kompliziert. Da musste man halt Gemüse machen und noch eine extra Soße und irgendwas als Käse obendrauf. Und dieses Mal mache ich die Lasagne nur mit Gemüse und mit Lasagneplatten. Und wenn ihr möchtet, etwas als Käsesoße oben rüber. Ansonsten keine weitere Soße. Das macht das Ganze auf jeden Fall erheblich einfacher und geht auch um einiges schneller. Okay, los geht's. Ihr braucht in diesem Fall übrigens auch kein super genaues Rezept, denn ihr könnt das Ganze wirklich Pi mal Daumen machen und auch jedes Mal anders gestalten. Ich werde auch trotzdem so ein bisschen die Mengen von dem Gemüse sagen, damit ihr ungefähr eine Richtlinie habt. Ja, zuerst habe ich mal hier 500 Gramm Tomaten ungefähr. Wahrscheinlich werde ich nicht alles brauchen. Und übrigens kommt es ja auch immer auf eure Auflaufform an, deswegen werden die Mengen bei euch sowieso etwas anders ausfallen. Die Tomate könnt ihr jetzt erstmal in dünne Scheiben schneiden. Ja, ich schneide jetzt übrigens nicht sofort alles an Gemüse auf, denn so kann ich ganz einfach gucken, wie viel ich wirklich brauche und kann das dann auch noch nachschneiden. Sonst kann es halt ganz leicht passieren, dass ihr ganz einfach zu viel aufgeschnitten habt und eure Form schon voll ist. So, die Tomatenscheiben lege ich jetzt erstmal auf den Grund meiner Auflaufform. Wenn die Scheiben nicht ganz passen, schneidet sie noch ein bisschen zurecht. So, und immer wenn ihr eine Gemüseschicht voll habt, dann könnt ihr ein paar Kräuter darauf verteilen. Ich nehme jetzt hier ein bisschen Kräuter der Provence und ein bisschen Salbei. Außerdem auf jede Schicht immer ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer. So, welche Reihenfolge ihr jetzt an Gemüse nehmt, ist eigentlich euch überlassen. Ich nehme jetzt als nächstes ein paar Zwiebelscheiben. Und ihr könnt genauso gut mit Zucchini zum Beispiel weitermachen oder mit Pilzen. Genauso gut könnt ihr auch das Gemüse, das andere Gemüse ganz weglassen und könnt wirklich eine pure Tomatenlasagne machen, also wirklich nur Tomaten verwenden. Das geht auf jeden Fall auch. Wichtig ist auf jeden Fall, wenn ihr jetzt anderes Gemüse nehmen wollt, dass ihr irgendwie Gemüse dabei habt oder dass ihr Gemüse verwendet, was einfach viel Flüssigkeit hat, so wie Tomate zum Beispiel, wie Paprika zum Beispiel, dass die Lasagneplatten sich ganz einfach vollsaugen können, sonst wird das Ganze nicht funktionieren. Ja, die Zwiebelscheiben verteile ich jetzt ein bisschen auf den Tomaten. Dann habe ich hier noch drei Knoblauchzehen, die werde ich jetzt in der Lasagne verteilen. Ganz einfach grob klein schneiden. Ja, und dann könnt ihr auch schon anfangen, eure Platten darauf zu verteilen. Ruhig ein bisschen festdrücken. Zwischendurch auf den Platten oder auf dem Gemüse könnt ihr ein bisschen Olivenöl verteilen. Könnt ihr aber auch weglassen, wenn ihr möchtet. Das ist nicht unbedingt notwendig. Nur ein bisschen für den Geschmack. Jetzt geht es weiter mit etwas Zucchini. Die schneide ich jetzt auch in ganz dünne Scheiben. Und die verteile ich jetzt auf den Lasagneplatten. Dann wieder ein paar Kräuter verteilen. Also wirklich auf jede Schicht immer so eine Prise. Salz nach Geschmack. Pfeffer ebenfalls und wieder ein paar Platten drauflegen. Ja, umso dicker ihr die Schicht natürlich macht, umso weniger Lasagneplatten haben nachher Platz. Aber das ist ja nicht unbedingt schlimm. Dann habt ihr halt eine Lasagne mit viel Gemüse und wenig Nudeln drin. So, nochmal etwas Öl. Nochmal ein paar Tomatenscheiben. So, die Tomatenscheiben wieder etwas würzen. Noch ein bisschen Knoblauch darauf verteilen. Und jetzt schneide ich noch ein paar Pilze in dünne Scheiben und verteile sie auf die Lasagne. Ja, meine letzte Auflaufform war ein bisschen tiefer als die, merke ich gerade. Die ist leider kaputt gegangen. Da hatte ich drei Schichten. Wollte ich jetzt eigentlich auch versuchen. Ja, mache ich jetzt auch einfach. Und
Also eigentlich ist es normal, dass nicht so viel raufpasst, denn das rohe Gemüse nimmt einfach nur mal mehr Platz weg, als wenn ihr das vorher gart und auch schön breit drücken könnt. Das ist halt jetzt hier ein bisschen schwierig, aber drei Schichten reichen auch auf jeden Fall aus. So, die letzte Schicht werde ich jetzt noch mit ein bisschen Tomate, Zwiebeln belegen. Wirklich so, dass die ganzen Nudelscheiben abgedeckt sind, damit da ja nichts anbrennen kann. Zum Schluss noch ein kleines bisschen Öl oben rüber. So, jetzt habt ihr zwei Möglichkeiten. Jetzt könnt ihr entweder die Lasagne mit einer Käsesoße machen, so wie wir es gleich machen werden. Dadurch könnt ihr halt diese Stellen, die hier von den Nudelplatten rausgucken, noch so ein bisschen abdecken. Oder aber ihr könnt genauso gut die Soße weglassen, macht einen Deckel auf eure Auflaufform, sodass da nichts anbrennen kann. Und dann backt ihr das Ganze genauso. Dann brennt euch da auch so leicht nichts an und die Platten werden auf jeden Fall auch schön weich werden. Die sollten halt trotzdem, wie gesagt, größtenteils wirklich abgedeckt sein und nicht so frei liegen. Ja, ich wollte euch ja noch sagen, wie viel Gemüse ich jetzt letztendlich verwendet habe. Das waren jetzt ungefähr 150 Gramm Zucchini, ca. 500 Gramm Tomaten, 75 Gramm Pilze und eine Zwiebel. Also so ungefähr in der Menge dürfte das dann bei euch auch klappen, je nachdem wie groß eure Auflaufform ist. So, dann mache ich jetzt eine einfache Cashew-Käsesoße. Dafür brauche ich 100 Gramm Cashewkerne. 2 Esslöffel Hefeflocken, 150 ml Sojamilch oder andere Pflanzenmilch oder ganz einfach Wasser und einen halben Teelöffel Salz. So, und das Ganze schön fein mixen. Ja, und schon ist sie fertig, eure Käsesoße. Da könnt ihr übrigens auch ein bisschen variieren. Zum Beispiel könnt ihr etwas Kurkuma rangeben für eine gelbe Farbe. Oder ihr könnt zum Beispiel auch ein paar frische Kräuter mitmixen. Dadurch wird es immer noch ein bisschen geschmackvoller. Außerdem wird die Soße dann noch ein bisschen grün werden. Das sieht immer auch ganz schick aus. So, die Soße könnt ihr jetzt schön über eurer Lasagne verteilen. Am besten, wie gesagt, an den Stellen, wo die Nudelplatten so ein bisschen rausgucken. So, und fertig ist eure Lasagne. Die muss jetzt nur noch gebacken werden. Und zwar backe ich die bei 160 Grad Umluft circa eine Stunde. Und wenn ihr eure Lasagne jetzt abdeckt, dann könnt ihr die Temperatur auch ein kleines bisschen höher schalten und das ein bisschen, kleines bisschen kürzer backen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch diese Version abdecken und ein kleines bisschen höher backen. Das kann halt nur passieren, wenn ihr das ohne Deckel macht, dass der Cashewkäse dann halt schon zu schnell braun wird und die Platten noch gar nicht so wirklich durch sind. Deswegen, 160 Grad, ungefähr eine Stunde. So sieht eure Lasagne aus, wenn sie fertig ist. Also wie ihr seht, der Cashewkäse hat eine richtig schöne Farbe bekommen. Wenn ihr jetzt am Anfang die Form abgedeckt habt, dann kann es sein, dass der Käse nicht ganz so braun ist. Das heißt, nach der Stunde könnt ihr den Deckel einfach abnehmen und das Ganze nochmal 10 Minuten bei etwas höherer Temperatur nachbacken, damit das Ganze nochmal ein bisschen Farbe bekommt. So, ich schneide sie jetzt mal an. Ja, und so sieht sie von der Seite aus. Also wie ihr seht, hat richtig schön Struktur. Man kann also schön abschneiden, ohne dass viel Soße rausläuft. Und die Platten sind auch richtig schön weich geworden. Ja, an den Rändern sind die Nudelplatten übrigens ein kleines bisschen hart geworden bei mir. Das liegt ganz einfach daran, dass ich es nicht abgedeckt habe. Aber ich finde, das macht eigentlich überhaupt nichts, denn das sind wirklich nur die Ränder so ein bisschen. Und in der Mitte sind die Nudelplatten wirklich richtig schön weich geworden. Ja, mal kosten. Wunderbar. Oberlecker. Also ich finde, es gibt nichts über Lasagne mit frischen Tomaten oder mit frischem Gemüse. Fantastisch. Ja, wie ihr seht, kann man Lasagne auch ohne eine Soße machen.
Also ganz einfach nur mit der Feuchtigkeit vom Gemüse wird die Lasagne weich. Ja, und im Grunde könnt ihr die Lasagne mit wirklich jedem Gemüse zubereiten. Auch mit den Gemüsen, die ein kleines bisschen trockener sind, wie zum Beispiel Aubergine oder Pilze. Da sollt ihr auf jeden Fall darauf achten, dass ihr den Behälter dann abdeckt beim Backen. Denn sonst wird das Ganze wahrscheinlich nicht funktionieren. Ja, das war jetzt die dritte Lasagne-Version von mir. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Nachmachen. Und bis zum nächsten veganen Kochenende. Tschüss. Ba-da-ba-da.